Hallo Welt, hier Alex aus Wien. Dieses Backerl an neuen Pfeifen möchte ich euch vorstellen. Wem das interessiert, dranbleiben. Hallo zurück, willkommen auf meinem Kanal. Ja, im Vorjahr habe ich zwar den ersten Teil meiner neuen Pfeifen vorgestellt. Zeitmangel bin ich dann nicht dazu gekommen, den Rest zu zeigen. Dieses Mal zeige ich euch vier Pfeifen aus Europa und England, aus Deutschland, England und zwei aus Italien. Es sind unterschiedliche Pfeifen. Es sind alles Pfeifen, die nicht Massenware sind, sondern das sind alles von renommierten, mir sehr nahestehenden, im Sinne von, dass sie mir gut gefallen, Pfeifenmacher. Sind ähnliche Shapes und es ist diesmal keine Poker dabei. Die erste Pfeife, das Sackerl, sagt schon was, von wem es ist. Chris Kelly, der sich Eldridge Pipes nennt. Ich habe schon einige von ihm vorgestellt. Eldridge, also Chris Kelly, ist jemand, der sehr viel experimentiert mit verschiedenen Farben, Formen und vor allem ist er bekannt für seine Mundstücke. Der macht also selbst Mundstücke und verkauft sie an oder stellt sie anderen Pfeifenmachern zur Verfügung. Ja, was soll man zu so einer Pfeife sagen? Außer schön. Es ist ein sogenannter Slenderman und herausragend ist natürlich dieses Mundstück. Ich habe mir von ihm bestellt, diesen Slenderman, habe ich gesagt, stell dir vor, eine dunkle Schokolade mit Chili. Und Chili soll das Mundstück sein. Und das ist seine Interpretation. Jetzt zeige ich da die Pfeife hier und ich zeige einige Fotos davon. Ist noch nicht geraucht. Ungefiltert natürlich. Man muss sich das einmal anschauen. Dieses Mundstück, also dieser Holm, ist natürlich verstärkt drinnen. Wie dünn das ist, ja. Da hat er eigene Technik dafür. Hier das zugehörige Mundstück. Perfekt gearbeitet. Gefällt mir sehr gut. Ist natürlich beim Chris so, dass man sich auf Wartezeiten natürlich einstellen muss. Er arbeitet Pfeifen ab nach der Bestellung. Und er schaut auch immer, dass er nach dem Holz geht. Also er hat zwar gewisse Vorgaben, was er machen wird in gewissen Wochen, aber er braucht nicht das Holz dazu. Ja, jetzt schwenke ich von den britischen Inseln rüber nach Deutschland. Und was ungewöhnlich ist, ich zeige euch zuerst einmal die Verpackung, was mir sehr gut gefällt, wo man merkt, da hat sich einer was vorgestellt. Da will einer wirklich ganz perfekt sein und ich habe sowas noch nicht gesehen. Also wirklich 10 Punkte von 10 für diese Verpackung. Und wem meine ich damit? Das Sackerl sagt euch vielleicht was. So, wer mag sowas? Henry Groll.
Ich muss dazu sagen, ich habe schon öfters probiert, mir eine Pfeife von ihm machen zu lassen. Schwierigkeit dabei ist, dass er halt eine riesige, er ist ein korrekter Mensch und sagt, okay, so und so viele Pfeifen mache ich im Jahr. Und wenn du zu spät kommst, muss er das nächste Jahr warten. Ich habe eine gesehen, die mir sehr gut gefallen hat. Die hat aber mit Filter gemacht und ich habe ihm gefragt, sag mal, kannst du mir die auch ohne Filter machen? Ja, schon. Mache ich gerne. So, wo sind wir? Eine Liverpool mit einem Cumberland Mundstück. Jetzt sieht man es besser. Und natürlich mit einer tollen Maserung. Wie gesagt, ohne Filter. Beides perfekt gemacht. Tolle Handwerkskunst. Kann ich nur empfehlen. So, und wer mich kennt, weiß, jetzt kommen die Italiener. Einen, den ich sehr schätze, der leider in letzter Zeit nur mehr sehr wenig macht, wem diese zwei Punkte was sagen, die sind eingesetzt, die sind nicht drauf gepresst, die sind wirklich eingesetzt und aus Edelholz. Radice. Ich habe gehört, dass er jetzt wieder beginnt, sich in dieses Geschäft einzuklinken. Ich hoffe, es bleibt dabei, dass er das machen wird. Ist einer meiner bevorzugten Pfeifenmacher. Das ist ein Schwesternstück. Ich habe schon eine ältere, die ihr vielleicht schon ein paar Mal gesehen habt, wenn ich sie rauche. Vom Füllvolumen her doch recht heftig. Mit Daumen komme ich ja, bis zum ersten Glied rein, bis zum zweiten Glied rein. Ersten Glied. Also da kann man schon einiges rauchen. Wird wahrscheinlich eine Pfeife werden, mit der ich Flex rauchen werde. Das habe ich bei den anderen vergessen zu sagen. Das Lendermein hat ein gewisses Füllvolumen, aber ist natürlich viel kleiner als der Radice. Zwei Glieder meines kleinen Fingers passen da rein. Also wird eher so eine gemütliche Lesepfeife werden. Und der Henrik Roll, ja, da. Also Liverpool hat natürlich eine doch angenehme Größe. Da wird man sicher eine Stunde rauchen mit, damit. Passt also sehr gut. Und einen Pfeifenmacher, den ich sehr, auch sehr schätze, auch schon öfters bei meinen Vorstellungen vorgekommen, Lanatra. Das ist natürlich das Stück am Schluss, das am meisten kann, aus meiner Sicht. Man sieht da diese schöne Ente drauf. Manche sagen, das Angenehmste daran ist der Enten-Hintern. Ich habe ja schon bei meinen anderen Pfeifen mal gezeigt, es gibt so einen Entenhintern. Habe ich jetzt im Moment nicht greifbar. Da müsste ich herumkramen, das mag ich nicht. Wie gesagt, von Füllvolumen, ja, da verschwindet mein Daumen fast drinnen. Also da kann ich einiges rauchen. Leider gefiltert, aber ich kann das ja mit einem meiner geliebten Balsa-Holzfilter
korrigieren. Spitze natürlich die Einlegearbeit hier aus Silber. Ein Werkstück, das man in Ehren halten kann und soll, aber ich werde es trotzdem rauchen. Das waren meine vier Pfeifen, die ich euch zeigen wollte. Es gibt noch ein paar andere, also das ist der Teil 1. Das war's von mir. Alles Gute aus Wien. Habt die Ehre.